Einmal mehr herzlich willkommen aus der Trainerkabine der Augsburger Panther. Bei uns wieder Mike Stewart. Wir melden uns mit einer weiteren Ausgabe One-on-One. Mike, die letzte Woche, eigentlich kann man sagen, ist sie ganz gut gelaufen. Die beiden Heimspiele gegen Schwenningen, ja, doch sehr überlegen und, glaube ich, hochverdient gewonnen und gegen Wolfsburg in einem hochklassigen Eishockeyspiel, wie von vielen Seiten bescheinigt wurde. Dann ja auch das bessere Ende auf unserer Seite und 6 Punkte aus den beiden Heimspielen. Blick nochmal kurz zurück. Gutes Eishockey und das bei uns wichtig, weil Dezember ist eigentlich nicht so gut gegangen. Wir wollten wieder in ein neues Jahr kommen und wieder einen Akzent setzen und gegen Schwenningen, das ist uns super gelungen. Gegen Wolfsburg, wir haben gewusst, das ist eine sehr gute Mannschaft und wir spielen sehr ähnlich von System her und beide Mannschaften wollten unbedingt sehr aggressiv spielen. Und es hatte für mich, es war ein bisschen wie eine Playoff-Partie, sehr eng, obwohl es nur 2-1 ausgegangen ist. Ich glaube, dass es trotzdem ein spannendes Eishockeyspiel war. Und ja, zum Glück, ja, diese Punkte hier in Augsburg gewonnen. Dann auswärts in Berlin. Auch, ich kann den Jungs nicht vorwerfen, weil die haben gut gespielt. Es ist wir waren nicht schlampig, nur ein bisschen, wir waren nicht scharf genug in den ersten 20 Minuten. Und Berlin vor 14.000 Zuschauer, die haben am Freitag verloren. Sie sind rausgekommen wie der Feuerwehr. Und vor allem in Powerplay Berlin war sehr stark und ein paar Situationen gut ausgenutzt. Aber dann im Laufe der Partie, wir sind mehr und mehr im Spiel gekommen und mehr Scheibeanteil gehabt und bessere Chancen ausgearbeitet. Und nach 3-0, ich habe gedacht, okay, wir müssen einfach das allererste Tor schießen und dann sind wir wieder im Rennen. Das haben wir geschafft und dann, wie gesagt, wir haben, also, weißt du, wir waren schneller, wir waren bissiger, wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Und dann noch dieser super Penalty-Shot von LeBlanc, steht 3-2 mit ungefähr, glaube ich, 8 Minuten noch zu spielen. Ich habe gedacht, okay, jetzt kommen wir. Leider noch eine Situation in unserer Minderheit, nicht komplett fokussiert durch einen individuellen Fehler. Das allerletzte Berliner Tor ist gefallen. Aber trotzdem, die Jungs haben gepusht. Ich glaube, das war mit fast 6 Minuten noch zu spielen. Haben ein paar gute Chancen gehabt, aber leider es war ein bisschen zu wenig. Aber vor allem in Berlin ist es nie leicht zu spielen, das wissen wir alle. Und die Jungs haben nie aufgegeben. Und es war zum Schluss eine sehr enge Partie. So, unser Trend ist gut, aber es ist wichtig, dass wir das jeden Tag machen. Ich meine, das gilt für das Training und auch am Wochenende, wenn wir noch 2 wichtige Partien haben. Du sprichst es an, das kommende Wochenende. Am Freitag kommen die Iserlohn Roosters, eigentlich die Überraschungsmannschaft der Saison, den besten Punkteschnitt aller DEL-Teams im Moment. Auch jetzt das letzte Spiel wieder ein 6-1 gegen die Kölner Haie und bei denen sieht im Moment alles so unglaublich leicht aus. Wie sind die zu verteidigen? Wie kann man schaffen, die Roosters in den Griff zu bekommen im Moment? Es ist brutal schwer, weil die haben eine gute Mischung. 2 Top-Torleute. In der Verteidigung, sie haben sich verstärkt im Vergleich zur letzten Saison. Und im Sturm, man könnte sagen, 4 gefährliche Sturmreihen. Und das meine ich auch, es ist nicht nur das eine Reihe führt das Ganze für die Offense in Iserlohn. Wir haben das hier zu Hause geschafft und wir müssen sehr schnell spielen. Iserlohn und Puckmanagement durch neutralen Zone. Wir müssen intelligente Entscheidungen treffen mit der Scheibe, weil Iserlohn, die warten ein bisschen und dann die wollen auf Konter laufen. Und es ist genau in diesem Bereich, dass die saugefährlich sind. So, wenn wir unser Puckmanagement in Ordnung ist und wir wieder in unserer Zone gut arbeiten, dann wir haben eine Chance. Der Kampf um den Strich ist allgemein im Moment unglaublich eng. Ich glaube, man hätte dir vor Saisonbeginn gesagt, wir stehen vor den Kölner Haien relativ spät in der Saison, hättest du gesagt, super, dann sind wir vermutlich eins der ersten 3 Teams der Liga. Ist auch die Situation, dass Teams wie Köln, Ingolstadt, Hamburg, die ja vermeintlich sich eher nach oben orientieren wollen, jetzt noch um den 10. Platz mitkämpfen, macht es das eher schwer oder eher leichter für uns? Ich würde sagen, schwerer. Es ist so eng, wenn alleine in unserer Position 4 Punkte weg von, ich meine, Top 6 sozusagen und dann 4 Punkte weg von einem Platz, wo wir nicht hinwollen.
es ist fast jetzt Mitte Januar so weit, dass es jede Partie ist so wichtig. Es ist fast und man spürt, dass Druck kommt rein und das meine ich auch von unserer Seite, dass wir haben Punkte gesammelt, obwohl es hat enorm Druck gegeben, weil ja, ich meine, obwohl wir haben okay gespielt, wir haben zu wenig Punkte geholt im Dezember. So, ich glaube, wir werden sehen, wie die Mannschaft zusammenkommt und wie gut das Zusammenhalt ist, nicht nur bei uns, aber in jeder Mannschaft, bei jeder Mannschaft in der Liga. Was ist dann vermeintlich einfacher, den Abstand auf Platz 10 zu vergrößern oder eher zu gucken, dass man vielleicht die Distanz zu Platz 6 nicht größer werden lässt, damit man sich eher nach oben noch orientieren kann? Das ist Gott sei Dank euer Job. Mein Job ist einfach, dass jeden Tag wir sind bereit. Und das heißt am Freitag, wir denken nicht am Sonntag, wir denken auf unsere Aufgaben für Freitag gegen Iserlohn, weil der Rest können wir uns nicht kontrollieren. Wir können nur rausgehen und Panther Ice Hockey spielen und hoffen, dass unsere Ausführung gut genug ist, dass wir können Punkte sammeln. Der Rest ist, ja, das können wir uns nicht kontrollieren. Was uns noch begleitet im Moment sind die beiden Langzeitverletzten, Bretton Stemmler und TJ DeVellian. Kannst du da ein kurzes Update geben, wie es den beiden geht? Alle beide zeigen, dass die sind auf einem guten Weg, aber das bedeutet, die brauchen noch Zeit. Bei Bretton, er kann relativ gut trainieren in der Kraftkammer und wir haben Slideboards und solche Dinge für Stickhandling, so er verliert dieses Gefühl nicht komplett. Bei TJ, es ist noch relativ frisch. Ich meine, es ist, glaube ich, 3 Wochen her jetzt für fast alle beide. 2 Wochen für TJ, vielleicht ein bisschen länger. Und er braucht Zeit. Er schaut gut aus. Er war heute hier in meinem Büro. Und ja, der Bericht war sehr positiv, aber leider, wir müssen auf beide relativ lange warten. Danke, Mike. Wir wünschen natürlich unseren beiden Verletzten nur das Beste, wie auch der gesamten Mannschaft. Am Freitag steht wieder ein wichtiges Heimspiel an, 19.30 Uhr im Kurt-Frenzel-Stadion, Eröffnungsbulli gegen ja, die Überraschungsmannschaft der Saison, die Iserlohn Roosters. Bis dann.